Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Guacamelee mit meiner Wenigkeit, dem Robli, und zusammen mit Simon. Hallo, liebe Freunde. Und wir erinnern uns, an dieser Stelle ging es letztes Mal doch etwas schwierig voran, zumindest schleppend, und jetzt schauen wir das. Ich probiere es einfach mal. Schaffst du auch ohne den B. Okay, ohne. Ja. Ist ja immer B, es ist ja Kreis, sorry. Ja, ja. So an Microsoft-Controller gewöhnt. Das war gerade vor der, übrigens, ja, Product Placement heimlich, ne? Also ich kriege Geld dafür, dass ich gerade aus der Microsoft erwähnt habe. Fähigkeit, oh, Kostüme. Ja, ja, ja. Gesagt, wir wollen die Kostüme wechseln, denn wir sehen uns zu ähnlich und im Kampfgewusel ab und zu erkennen wir nicht genau, wer genau, wer ist. Genau. Ich könnte auch das hier machen, weil dann Charisma-Bonus und Rabatt bei Hernandos und nimm die Identität deines Partners an, dann... Aber es ist vielleicht nicht verkehrt, weil dann bin ich so bläulich-lila, sieht zwar scheiße aus, aber dann sehe ich so anders aus und dann machst du dich halt irgendwie so, weiß nicht, oder so, zum Beispiel, was war denn das? Machen wir zurück. Ich glaube, Kauf erforderlich. Mit dem Gürtel, das eben, mach das doch eben mit dem Gürtel, das war doch gut. Mal gucken, ob es sonst noch gibt. Okay, also, liebe Freunde. Das haben wir denn eigentlich schon. Ihr könnt uns auch theoretisch in den Kommentare schreiben, wenn ihr ein Outfit findet, was genau, ihr denn das, das finde ich gut, weil dann Christen halt, aber was nochmal das bringt, du hast keine Nachteile und du siehst halt wirklich ganz anders aus als ich. Das dann nehme ich das, oder? Verkehrt, ja. Okay, haben wir das. Okay, sehr schön. Fähigkeiten, kann man ganz kurz gucken, warte mal. Ja, schauen wir nach. Da brauchen wir, glaube ich, arschviel Geld. Wir haben nicht, oh doch, wir haben gut Geld. Wir haben $3000, lass mal irgendwie Fähigkeiten kaufen. Auf jeden Fall jetzt ein bisschen... Boah, das nehmen wir denn da? Cash Rain? Ja. Wo ist denn das? Nein, ich meine. Achso, ich dachte, es ist ja eine Fähigkeit. Sorry. Achso, ich dachte, es gibt eine Fähigkeit. Okay, tut mir leid, ich bin gerade nicht ganz 100%ig da. Problem, Respawn Boost L2, das reduziert die Zeit, bis einer. Wie gerespawnt, ich glaube, das ist nicht verkehrt, weil wenn einer bei uns stirbt, dann musst du nicht so lange warten. Das kommt ja häufiger vor, durch. Ist auf Maximum, okay, dann haben wir noch Ausdauer. Oder bei 3 Stunden Ausdauer hältst du Bonusausdauer, das machen wir auf jeden Fall auch. Nee. Ja, okay. Oh, was ist jetzt los? Fängst du jetzt an zu leuchten? Nein. Schade. Also, um euch aufzuklären, wir haben ja die PS4-Controller und die leuchten immer so schön, das habt ihr... Je nachdem, wenn man einen anderen Spieler hat, Spieler 1 ist blau, genau. Spieler 2 ist rot zum Beispiel. Das seht ihr sicher auch, wenn ihr welche habt. Und bei Guacamelee gab es eine Stelle, irgendwann bei einem der letzten Let's Plays, da haben die Controller schön angefangen rumzuleuchten bei irgendeinem Event. Und ich weiß leider nicht mehr, welches dieses Event war. Robert hat es da nicht gesehen. Shit. Siehst du das? Ja, das sehe ich. Das ist ein Bossfight, hundertprozentig, oder? Ja. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich gehe mal jetzt hier links rein, bist du bereit? Ich bin bereit. Es ist schon auffällig, wie deine Brüste sich immer sehr auffällig senken, genau, oder? Also ist mir gerade so aufgefallen. Nicht, dass ich da gezielt hingeguckt hätte. Nee. Es ist mir einfach nur so aufgefallen. Und? Doch, und jetzt? Sag ich doch. Oh, es klingt nach einem großen Vieh. Kann mir ein Jagor kraulen. Ach du Scheiße, Gott, ich glaube, das ist so ein Jump'n'Run-Ding jetzt, weißt du? Ah ja, okay, wir müssen schnell dann. Nein! Fuck. Achso, Scheiße, ich kann da nicht drücken. Nein! Oh, der hat mich gekillt. Achso, fuck, bei mir ist übrigens... Ah, die Batterie ist beim Robert leer, jetzt musst du auf. Ich habe mich gerade unterbrochen beim Reden, also... Was ich sagen wollte, ist, dass ja diese Lichter so anfangen rumzublinken bei irgendeinem Event hier im Spiel. Und das wollte ich Robert eigentlich zeigen, aber ich habe es leider Gottes vergessen, welches Event es war. Und jetzt halte ich ihm jedes Mal, wenn sowas ist, den Controller vors Gesicht, um zu beweisen, dass es so war. Ich habe es letztes Mal nicht gesehen, ja. Okay, jetzt... Scheiße, Alter. Wir sind ein bisschen weiter links als letztes Mal, ne? Ja. Oh Gott, los. Nein. Okay, beeil dich. Schneller! Vorsicht, du gehst X runter, genau. Ja. Was ist das hier? Was ist das so ein Schandling mit L2? Bist schon wieder gescheitert. Ja, ich bin auch schon wieder tot. Und dann gibt es hier einen Speicherpunkt, wir versuchen es nochmal. Es tut mir leid, es tut uns leid, glaube ich. Warte mal, kann ich hier bleiben? Nee, ich fange mit dir an, ne? Ah, ja, das ist blöd. Es tut uns wirklich leid, dass wir jetzt hier so failen, aber ich glaube, das ist so eine Stelle, die wirklich schwierig ist, quasi wie so ein Bosskampf. Ja. Und das ist halt dann einfach so. Ich glaube, du musst mit L2 so eine Rolle machen, genau. Wie macht man das kaputt, verdammt? Fuck. Ich hab irgendwie mit Nein. Nein. Wie hast du es gemacht? Einfach nur B drücken und nichts machen. Einfach nur davor stehen und drücken, meinst du, oder? Kreis. Sei es einfach B, sagst du mal O oder so. Buchstabensalat machen. Schlimm mit uns. Gott, ey. Okay, gut, jetzt geht's auf. Los! Wir haben uns gerade entschieden, wir schaffen es diesmal, ne? Ja, haben wir gerade entschieden. Scheiße. Euch zuliebe. Du schaffst es, komm. Runter. Mit L2 in den vorbeirollen. L2. Okay, und jetzt? Ja, los, komm. Nein, ich bin tot! Du auch. Ja. Aber irgendwie stellen wir immer gleich, also mehr oder weniger leicht versetzt. Ja, aber okay, nochmal. Ganz schnell nach rechts? Okay. Du musst halt mal wirklich gleich so weit reinlaufen, ist schnell wieder nach rechts, damit du schon mal ein Stück Vorsprung hast, weil sonst startest du ganz links, das ist echt nicht so einfach. So. Und okay, zack. Hoch. Okay. Rolle. Kopfkick. Und jetzt gleich müssen wir, glaube ich, warten, bis er das Ding an sich zerstört. Also wir müssen jetzt hier warten, bis er das kaputt hat und dann ganz schnell nach rechts rennen. Ja, jetzt hier schnell weiter. Oh Gott. Ach du Scheiße, runter. Komm jetzt hier rüber und jetzt hier hoch. Und Kopfkick. Und Rolle, schnell an dem vorbeirollen. Und dann hier unten.
schon das Ding aktivieren. Ach du Scheiße, und jetzt? Ah, jetzt müssen wir warten, oder was? Ach du Scheiße, müssen wir warten, bis der Typ kommt. Oder musst du da hoch? Boah, da kommt ein Typ. Jetzt so? Ja, nein. Nein! Nein! Gleichzeitig genau aufgespießt. Nein! Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Oh Gott, Scheiße, Alter. Ihr wisst gar nicht, wie mein Puls gerade, also gerade gestiegen ist. Ja, ich auch. Ich bin auch mega nervös. Das ist echt krass, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ja, dass ein so simples Spiel einen dann noch mal so schocken kann. So, okay. Ich frage mich auch, wie viel Spielzeit uns noch erwartet, aber ich jetzt einfach mal auf zu denken und zu labern, sondern ja, wir machen jetzt einfach mal. So. Nein, nein! Ich nehme noch, ich schaff das. Ich schaff. Ach, du lebst auch noch. Komm, komm. Wow. Wow! Okay, jetzt schnell weiter. Sehr gut. Jetzt schnell nach rechts. Nein, komm, los! Sorry. Kopfkick. Und durchrollen. Okay, links schnell aktivieren. Jetzt hier unten runter. Boah, okay, jetzt haben wir kurz einen Moment zu verschnauben. Und dann müssen wir wirklich diese Sprünge schaffen. Ganz schnell, also, das ist so wie angearscht, glaube ich. Der rechts schafft es bei uns nicht so wirklich, genau. Nein! Oh, Kopfkick. Und jetzt wieder kurz warten, glaube ich. Jetzt wieder kurz warten. Warten. Selbst warten. Ist kaputt. Jetzt schon nach rechts. Los. Das ist irgendwie, was ist das? Was ist das? Eine Axt. Das war eine Axt. Das war eine goldene Axt, ne? Und unter ihm steht. Nein! Geil. Perfekt. Wie man einen Drachen tötet. Ich würde sagen, das ist ein guter Titel für diese Folge. Die Folge ist noch nicht vorbei, keine Sorge, Leute, falls ihr das dachtet, aber oh ja. Lass einfach wieder reden. Sie schon wieder? Ja, sie schon wieder. Ach ja, tatsächlich. Dialoge. Habe ich sie mal gesprochen? Das weiß ich nicht mehr. Mach's einfach. Ich mach's einfach. Tut mir leid, Luchador. Deine Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Bitch. Sorry. Im anderen Schloss mit meinem geliebten Kalasar. Ich glaube, sie ist nicht so erfreut. Grrr. Seit El-Präsidentes Tochter aufgetaucht ist, hat sie meine Beziehung mit Kalasar ruiniert. Ja, sie ist aufgewacht. Vielleicht kommt sie auf unsere Seite, weißt du, schließt ja, sich jetzt an. Das wäre cool. Das könnte man gebrauchen, ein bisschen Verstärkung. Und jetzt hast du auch noch sein Haustier Alebrije getötet. Den Alebrije unter meiner Obhut. Das ist doof, ja. Schrei. Ich würde dich auf der Stelle töten, Luchador, aber ich habe eine Schnepfe zu jagen und einen Mann zurückzugewinnen. Ist ein guter Grund. Gehe nach Santa Lucita und suche nach Hinweisen. Okay, wieder zurück in die Stadt. Nee, wir müssen alles zurücklaufen, oder was? Nee, ich denke mal, das ist hier irgendwie so eine Kurzpassage. Okay. Von da rechts geht es ja anscheinend weiter. Also für alle, die da ist ja irgendwas grau meliert, da wird es bestimmt weitergehen. Einfach hier runter, oder was? Lass einfach mal schauen, was passiert. Okay, na, das oder hier? Nicht. Ah ja, wow. Oh, alles klar. Jo, das ist die Abkürzung. Oh, geil. Und das war's. Nochmal ein Herzteil. So ein Herzteil, weißt du? So ein Ding. Ein Thingy-Thing. Okay, jetzt können wir hier theoretisch nochmal, brauchen wir aber glaube ich nicht. Nee, brauchen wir nicht. Hatten wir ja gerade eben schon. Haben wir krass Kopfnuss. Ja, ist egal. Kopfnuss. Bam. Ich find's auch witzig, wenn, obwohl ja im Prinzip das nur Outfits sind. Ah, hier. Genau, aber ich find's auch witzig, wenn die Charaktere an sich vielleicht unterschiedliche Fähigkeiten hätten. Wisst ihr? Also es gibt jetzt zum Beispiel das Spiel Cameo, da hat man verschiedene Charaktere, wo man auch jeder unterschiedliche Fähigkeiten hat. Und ich hätte auch witzig gefunden, wenn hier der Kerl wie sowas in der Kopfnuss kann und die Frau halt dann... Ja, dass man es mehr kombinieren muss. Genau, dass man halt wirklich aufeinander aufpassen muss so ein bisschen. Oh je. Ich sehe doch deine Blicke. Du musst es ja ziemlich schick finden, dass du einen zweiten Olmeckenschädel gefunden hast. Schon sehr schick. Oder? Absolut. Ja. Ich kann dich schneller zur Stadt bringen, als du blinzeln kannst. Mann, das ist natürlich, das ist wirklich schick. Das ist, Challenge Glaub accepted. Ruhig. Sorry. Wie wär's mit einer Reise? Ja, oder wollen wir einfach noch kurz nach links gucken, was da noch ist? Das ist mal kurz nach links. Verlockend. Oh. Das ist ja nicht... Nächstes Mal vielleicht, Kumpel. Bis später. Guck mal ganz kurz, bestimmt ist hier was schon, ja, hier ist ja bestimmt schon, oder? Dann das war, wo wir waren, oder? Ja, auf jeden Fall ist, glaube ich, irgendwas, was wir schon kennen. Okay. Guck mal auf die Karte einfach. Ja, dann siehst du ja logisch, doch, da sind wir lang gekommen. Das, okay. Das ist kurz vor dieser Stelle. Exakt. Da oben ist jetzt, ach nee, doch, da waren wir auch schon da oben, wo jetzt dieser rote Punkt stimmt, da haben wir auch dieses, okay. Dann gehen wir jetzt schnellreisen, ne? Exakt. Ja. Alter, guck mal, wie groß es eigentlich noch die ist, ne? Die Karte ist ja wirklich gigantisch geworden. Geh nochmal ganz, doch, gehen wir nochmal ganz. Wie? Du weißt Bescheid, hombre. Keine Flüssigkeit in den Hund über 100 Milliliter. Okay, der war wirklich gut. Also, war schon ein guter Witz. Sorry, jetzt, ich kann da mal so die Karte aufmachen. Ich glaube, das ist jetzt nur Alhambra. Warte mal, Weltkarte. Hier. Okay. Also, können wir kurz überlegen, wo wir schon waren. Ich glaube, angefangen haben wir... Ich glaube, alle Punkte, die ausgefüllt sind mit Farbe, da waren wir schon. Genau. Und alle Punkte, die noch nicht mit Farbe ausgefüllt sind, da waren wir noch. Das sind jetzt hier quasi so lang. Hier unten war der Cave, diese Höhle, wo wir den Cliffhanger gemacht haben. Und dann war die total kurz und unspektakulär. Genau. Der Ciarto Caliente, ich weiß nicht mehr, was das war, aber hier Ringtempel waren wir gerade. Da kommen wir jetzt her. Genau. Und Santa Lucita müssen wir jetzt. Santa Lucita, genau. Oh, da gibt es noch so eine Kiste, siehst du? In der Mitte. Müssen wir mal gucken, ob wir die finden. Auch noch.
Stimmt, dann lassen wir da nochmal irgendwie gucken, ja, ob wir die finden und dann rechts und da ist eine Mission. Genau. Hatten wir nicht noch Missionen offen hier in Santa Lucita? Kann das sein? Weißt du das noch? Ah, da war irgendwas mit irgendwelchen Rezepten. Die haben wir gemacht, oder? Oder hatten wir da noch alles? Ich weiß es nicht mehr. Wir können ja mal gucken, ob wir die Frau nochmal finden. Hast du irgendwo eine Übersicht? Nee, oder? Nee, sowas gibt's hier leider nicht, glaube ich. Schade, Missionsübersicht, ja, wäre gut. Ja. Sarah, ich glaube, da kommen wir noch nicht hoch. Nee, da geht's noch nicht weiter. Okay. Kriegen wir schon bald ein Skill noch für oder so. Mal gucken. Okay. Achso, ich sehe gerade, die Zeit ist rum, ne? Wir machen die Folge ja hier bei Dings nur 10 Minuten lang. Genau. Dann würden wir uns gerne wieder verabschieden und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hoffen wir zumindest, ja. Ja. Bis dahin, haut rein. Auf Wiedersehen.